So Leute, Tag 2 von unserem Urlaub. Ja, wir haben die Nacht ganz gut geschlafen. War zwar recht laut ab und zu, weil halt hier gleich die Straße ist und das halt ganz schön oft befahren ist, aber egal. Ja, wir waren auf jeden Fall schon einkaufen. Dino Supermarkt, der ist gleich da gegenüber von uns. Zeige ich euch mal. Wir werden nämlich jetzt auch gleich frühstücken. Seht ihr Maya, die gerade das Frühstück dort vorbereitet hat. Kann noch was zu sagen? Okay. Auf jeden Fall ist da hinten der Dino Supermarkt. Da waren wir einkaufen. Und jetzt werden wir hier frühstücken. So Leute, wir sind jetzt kurz hier in so einem, ja, wie schon gesagt, kleinen Nachbardorf. Also es ist noch nicht die Stadt, wo wir hin wollten, sondern das kleine Nachbardorf. Weil hier steht noch ein altes Haus aus dem Zweiten Weltkrieg, was halt, ja, sehr historisch ist. Das wollten wir uns mal anschauen und mal gucken, wie es halt so aussieht und wer da drin gewohnt hat. Sagen wir euch dann auch noch. Ja, hast du noch was zu sagen? Wenn es noch steht, dann können wir euch das gerne sagen, ja. Das wird noch stehen. So Leute, wir sind jetzt hier an dem Haus, das ihr hinter mir seht, angekommen. Ja, das ist nämlich das ehemalige Strandhaus von Eva Braun, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber das müsste es sein. Gelebt und, oder was heißt gelebt? Hier war sie halt, glaube ich, denke ich mal im Sommer so und konnte dann halt von hier aus auf den Strand schauen. Aber schon krass, was das auch für ein Riesenhaus war. Leider kann man nicht mehr reingehen, weil alles zugemacht wurde. Aber es ist schon echt interessant, was es alles noch so zu sehen gibt aus dem Zweiten Weltkrieg und was halt noch alles so steht. Wir haben noch ein paar Aufnahmen vom Haus, dass ihr mal seht, wie das ausschaut. Und dann geht es für uns weiter in die Stadt. Hier in dieser Stadt und haben hier ein bisschen erkundet. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen hier in der Stadt. Und ja, wir haben da uns noch eine Waffel gesnackt. Ich hatte eine mit Erdbeeren und Maya hat eine mit Puderzucker. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Auto, gehen noch mal kurz einkaufen und werden dann auch schon Abendbrot machen. So Leute, ja, wir sind jetzt schon eine ganze Weile wieder halt in der Unterkunft, wie ich euch schon gesagt hatte, und haben auch schon Abendbrot gegessen. Und heute gab es, ich weiß nicht, ob man das sieht, noch ein bisschen was da, Nudeln mit Tomatensoße, was ganz Besonderes. Ne, auf jeden Fall hatten wir das heute uns zum Abendbrot gemacht. Und jetzt werden wir noch mal rausgehen, ein bisschen gucken, vielleicht noch ein Eis essen oder so, mal schauen, was es so gibt. Und halt noch mal zum Wasser gehen, weil das ist einfach wunderschön dort. Ich denke mal, ich werde die Kamera aber hier lassen, weil das Wetter halt nicht ganz so schön ist. Und ich denke mal auch nicht so viel heute dort am Strand mit Sonnenuntergang passieren wird. Werde ich die Kamera einfach da lassen und mich dann wieder melden oder wir uns dann melden, wenn wir wieder hier zurück in der Unterkunft sind. So Freunde, wir sind jetzt auch wieder zurück vom Strand und werden jetzt noch ein paar Bilder anschauen, die wir gestern gemacht haben und Videos einfach, wie ich schon gesagt habe, mal durchschauen und ein bisschen bearbeiten. Und wir ärgern uns ein bisschen, dass wir nicht noch länger am Strand geblieben sind, denn wir haben gerade aus unserem Fenster gesehen, ich weiß, ihr seht mich gerade nicht, aber guckt euch mal diesen Sonnenuntergang da hinten an. Ich hoffe, man sieht den jetzt so gut. Da hinten. Wären wir ein bisschen länger am Meer gewesen, dann hätten wir noch so einen schönen Sonnenuntergang gesehen. Aber naja, dann wissen wir das fürs nächste Mal. Und ja, ich hoffe, ihr seht mich jetzt ein bisschen. Wie gesagt, wir bearbeiten jetzt die Fotos.